Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir mal in die Luft gehen. Und zwar, wir stehen hier am Flugplatz in Langenlonsheim, wo ich Mitglied bin. Und heute fliegen wir mal mit dem UL und schauen mal, wohin es uns verschlägt. Das Vorhaben ist, Richtung Nordschleife zu fliegen, um dann einfach mal zu gucken, ob da heute was los ist. Vielleicht können wir von oben das eine oder andere Autorennen sehen. Wir lassen uns auch mal überraschen. Die Wettervorbereitungen sind gemacht. Die Sicht ist gut, über 10 Kilometer sind vorhergesagt, bisschen Wind, aber alles im Rahmen, was viel möglich Wind. Ist. Nein, es ist nicht viel Wind. Windstärke 3 bis 4 haben wir ungefähr, um es genau zu beziffern. Die Windaussichten sind eher etwas abnehmend noch. Also von daher, Flugplanung ist gemacht, Wetterkunde ist gemacht. Jetzt fangen wir an, den Flieger zu checken. Getankt haben wir auch schon, also von daher, lasst euch überraschen. Wunderbar. Schätzt, der Verbrauch ist ungefähr 30 bis 35 Liter. Das heißt, wir haben eine Stunde an Reserve. Okay. So, dann machen wir die Ruderprobe. Die Seitenruder sind leicht und freigängig. Quer- und Höhenruder sind auch leicht und freigängig. Alles bestens. Die Handbremse ziehe ich mal. Fixiere ich. Gut, dann sind wir soweit. Mhm. So, dann machen wir die Positionslampen an, das Strom, das Navigationsgerät und das COM. Dann können wir die Kopfhörer aufsetzen. Das ist auf Startstellung. Für den Damm zum Rollhalt bis 1,9.